Hallo und herzlich willkommen zu Folge 49 von Gothic 2 Escape. Es müsste, wenn alles stimmt, immer noch Weihnachten sein. Also heute der 25. in diesem Sinne weiterhin frohe Weihnachten, schöne Feiertage, genießt die Zeit mit Freunden und Familien. Hey, du. Mit Freundin und Familie, um genau zu sein. Also ihr habt mehrere, dann mit Familien. Wir sind momentan beim Jan, der schmiedet eine Waffe für uns. Wir sollen am nächsten Tag vorbeikommen. Heiliges Licht haben wir nicht gefunden. Schlangenhaut, da sind wir auch noch weit von entfernt. Orks umboxen, ich bin mir unsicher. Wir gehen heute Felsen gegen Felsen. Wir wissen, wo es eine Menge Felsen gibt, also ein paar Golems. Ich wüsste sogar mehrere Spots, einmal unter der, über der Brücke, ne, unter dem Außenposten Jägerlager. Da wäre auf jeden Fall ein Golem drin gewesen. Zwei waren da in der Höhle sogar. Und ansonsten bei der alten Mine mehrere. So, bevor wir jetzt aber hier losmarschieren, will ich nochmal ganz kurz zu Kerolot und den befragen, ob wir jetzt eigentlich auch gegen Markus vorgehen. Denn wir haben ja noch Freunde in der Mine. Na, wie es da nämlich weitergeht. Wirst du mir helfen, gegen Markus zu kämpfen? Ja, du bist bereits einer von uns. Ich werde mein Versprechen halten. Erzähl mir mehr darüber. Markus ist in der Mine hinter der Palisade verschwunden. Ich will irgendwie dorthin gelangen. Wahrscheinlich lässt sich das Tor nur von innen öffnen. Vielleicht kannst du irgendwo einen Spalt zwischen den Brettern finden. Nimm diese magische Schriftrolle. Die Verwandlung in eine Fleischwanze ist ein sehr nützlicher Zauberspruch. Nimm Feth, Ferros und Kjorn mit. Sie könnten etwas mehr Training gebrauchen als den Kampf in der Arena. Okay, würde ich sagen, machen wir das doch direkt noch im Anschluss. Ich meine, das Felsen gegen Felsen rennt uns ja nicht davon. Aber diesmal mit der Kavallerie. Sofern das überhaupt funktioniert, das muss ich auch erstmal ausprobieren. Nicht, dass wir, also ich glaube nicht, dass wir stark genug sind, aber egal. Egal, wo sind denn alle hin? Aferos hey. Schon mal hier. Wir sollen zur alten Mine gehen und die Abtrünnigen töten. Werden wir mit ihnen fertig? Wie viele werden wir sein? Und wie willst du überhaupt hineinkommen? Schließlich können wir keine Leitern mitnehmen, weil wir bei dem Versuch, über das Dach zu kommen, abgeschossen werden. Wir vier werden im Schutze der Dunkelheit angreifen. Ich, du, Feth und Kjorn. Cerolot hat mir einen Verwandlungszauber für Fleischwanzen gegeben, mit dem ich ins Innere gelangen und das Tor öffnen kann. Tja, hoffen wir, dass es nicht zu blutig endet. Der Punkt ist, mit vier Leuten im Schlepptau kriegt man auch kaum EP. Wird ihr dann quasi durch vier geteilt, das ist auch ein bisschen bitter. Aber egal. Ja, versuchen, ob das uns gelingt. Ich hätte das nicht gemacht. Na nu, wo ist denn der Feth? So einige... Hey, du! Komm mit mir mit. Es ist an der Zeit, etwas Interessanteres als Training zu machen. Überrasche mich und sag mir nicht, worum es geht. Ich gehe blind hinein. Alles ist interessanter, als in diesem beschissenen Lager zu verrotten. Okay. Hier oben ist aber sehr wenig los. Wo ist denn der Feth? Wir müssen ja eh hinten rum rauslaufen. Das wird schon alles klappen. Ach, der hockt hier. Ja, Mensch. Auf Daniels Platz. Und nun? Du bist gut. Es war ein guter Kampf. Achso, ja. Cerolot gab den Befehl, die Abtrünnigen in der Mine anzugreifen. Ich dachte, er kümmert sich um nichts anderes als um die Orks. Wenn wir gehen, wird das Lager geschwächt sein. Er sagte, jeder würde von einer anderen Art Training profitieren, als in der Arena zu kämpfen. Wenn das so ist, gehe ich mit dir. Glaubst du wirklich?
Der muss einfach mehr trainieren. Jetzt nochmal beim Chef vorbeigucken und sagen, dass alle dabei sind. Könnte man machen, ne? Schaffen die es auch? Oh, die haben es alle geschafft. Also die KI, die einem hinterherläuft, die ist nicht so blöd, wie man es erwarten würde. Da muss ich schon, das muss man schon mal lobend anmerken. Gut, Kero hat nichts mehr zu sagen. Das heißt, wir brechen jetzt einfach auf. Hoffentlich wird es kein zu großes Chaos. Noch alle da? Ja, die haben es alle geschafft. Wirklich, Wahnsinn. Ich bin beeindruckt. Mit denen könnte man auch gemeinsam den Drachensnapper umlegen, aber nee, das ist Quatsch, das machen wir nicht. Da hinten haben wir Eiswölfe. Mit denen im Schlepptau kriegen wir halt die EP nicht voll, aber ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei. Wir müssen einen Weg gehen. Dann schlachten wir halt die Eiswölfe ab. Sollten wir den letzten Hit landen, kriegen wir ja auch die EP, weil ich glaube, bei so viel ist es schwierig. Mal gucken. Komm her, Mistvieh. Ja, okay, das wird nix. Alles klar. Ah. Wenigstens ein von einem. Mistvieh weniger. Wenigstens von einem. Und leider nicht unbesiegbar, unsere Freunde. Das habe ich leider schon fast erahnt. Genau aus dem Grund habe ich auch nochmal davor gespeichert auf einem anderen Slot, weil ich Angst hatte, dass es eventuell nix werden könnte und die draufgehen. Den Troll lassen wir auf jeden Fall mal in Ruhe. Der hat uns nichts getan. Und da unten kommen wir irgendwie hindurch, ne? Die drei sind hier. Kann man denen irgendwie sagen, dass sie warten sollen? Die könnten sie auf jeden Fall wieder ein bisschen aufpäppeln, das ginge. Aber das könnte ganz schön anstrengend werden. War nur in der Fleischwanze. Dazu brauchen wir natürlich nochmal eine Feuernessel, Intus. Und das Problem ist, dass da drin einer auf uns zukommt. Der irgendwie verbuggt ist. Wen haben wir denn da? Wir haben dich vermisst. Und ich folge meinen Kumpels. Deshalb bin ich gekommen, um dich zu töten. Wie lustig. Markus, sieh mal, wer da ist. Unser Freund will uns loswerden. Sagst du ihm, was wir davon halten? Jetzt das wirst du bereuen. Das gibt's doch gar nicht. Vorsicht! Na, mach schon. Vorsicht. Also das ist jetzt wieder kompletter Murks eigentlich. Dass die uns nicht helfen und der uns voll quatscht und läuft irgendwie durch die Palisade. Der hat gesessen. Hör nicht auf, bleib dran. Wenigstens feuern sie mich an. Scheiße, das tat weh. Hör nicht auf. Gut. Gib alles. Mach schon. Fertig. Bleib dran. Den Vorsicht! Vorsicht! Scheiße, lass dir nichts gefallen! Vorsicht! Das hat er verdient. Das Problem ist nur, ich habe das Gefühl, soll ich den jetzt abschlachten? Ja, ne? Kann ich das? Ja. Okay, da sagen die Jungs auch nichts. Das heißt, wenn es so klappt, war das in der Theorie eigentlich schon mal recht gut, dass wir den halt so bezwingen konnten. Alleine, ohne Hilfe, dass er da irgendwie, ne? Das ist prozentual, das will ich noch nicht machen. Fress ich halt Dunkelpilze? Nee, fress ich rohes Fleisch? Fress ich gebratenes Fleisch? Hab ich nicht viel von Scheiß die Wand an? Ach Gott. Was tun, was da kommen. Es passt schon. 25% Dinger sind okay. Jetzt haben wir nur folgendes Problem. Die da drin sind schon irgendwie
in Alarmbereitschaft und ich muss eigentlich als Fleischwanse verkleidet da reinmarschieren, ohne dass sie da groß Bescheid wissen. So, die ganzen Lurker und so töte ich noch bei Gelegenheit. Unsere Freunde sind hinter uns. Vielleicht nur ein bisschen Abstand gewinnen in der Hoffnung, dass die resetten, diese abtrünnigen Penner. Dann kommen wir mal wieder. Also die scheinen auch ein bisschen verbuggt zu sein. Zugegebenermaßen. Gut, es hieß ja eigentlich auch, wir sollen bei Nacht dahin. Wäre vermutlich auch schlauer gewesen. Wir gucken mal immer auf gut Glück. Ne, guck mal, die sind da drin auf jeden Fall noch auf Achse. Die folgen uns immer noch. Das ist doch alles komisch. Das ist doch alles ein bisschen komisch. Vor allem werden die doch komplett eskalieren, wenn ich da drin dann versuche, das Tor zu öffnen. Und die stehen... Aha. Und da wären wir. Kannst du schon das Loch sehen, durch das du gehen willst? Noch nicht. Ich muss mir die Barrikaden besser ansehen. Ihr geht zu dem anderen Tor. Von dort aus werdet ihr angreifen. Diese Mission ist also ein Angriff auf die Mine der Abtrünnigen? Gut, dass ich gestern mein Schwert geschärft habe. Unterwegs habe ich etwas Fett von Tieren gesammelt und es in einen Behälter gefüllt. Ich denke, du könntest es brauchen, falls sich das Drehkreuz nicht bewegt. Danke. Wir werden im Schutz der Dunkelheit angreifen. Bis dahin sollten wir uns etwas ausruhen. Du, Bill, suchst nach einem Spalt zwischen den Brettern. Oh, und das Wichtigste, lass dich nicht zertrampeln, während du dich in ein kleines Insekt verwandelst. Ja, jetzt drücke ich natürlich Eingabe. Und jetzt ist nicht nur alles komplett verbuggt, sondern ich muss das Spiel auch neu starten, weil, ja, da sind wir wieder. Ich musste, wie gesagt, neu starten. Das ist halt alles ganz schön vermurkst. Also gut, ich wusste aber auch nicht, dass das in das Gespräch automatisch kommt. Und da wären wir. Ja, hatten wir alles schon. So. Da gibt es sogar eine Blende, okay. Jetzt ist es 0 Uhr, aber die da drin sind immer noch irgendwie auf Achse. Guck mal da, der Troll hat sich hingelegt. Habe ich noch nie gesehen. Ein liegender Troll. Das ist ganz Neues für mich. So, der Spalt war... Gut, es gibt vermutlich mehrere. Dann kommen wir hier rein. Und da oben steht einer auf dem Kessel. Der da hinten dreht komplett frei. Ich habe schon 20 EP bekommen. Wofür habe ich 20 EP bekommen? Die Jungs haben irgendwas umgebracht. Nur was? Kann ich das aufsammeln? Nö. Ich muss kurz neu laden, weil ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Also alles ein wenig holprig. Ich gehe aber mit denen mit. Oder will zumindest mal wissen, warum ich da hinten 20 EP bekommen habe. Oder für was. Aha, die metzeln eine Menge Goblins. Ein Mist viel weniger. Ein Mist viel weniger. Und gerade merke ich eigentlich, wie blöd es ist, dass wir fett die Waffe geklaut haben. Jetzt sterben die hier 1000 Tote. Und der andere ist aber auch weg hier, ne? Der Ted, der ist nicht mehr hier. Die drei sind hier. Am liebsten wäre es mir, wenn wir den anderen Abtrünnigen da auch noch irgendwie rausziehen könnten. Ich glaube, das Unterfangen wird generell sehr schwer werden. Aber egal. Ich würde zum Beispiel mal behaupten, es wäre gar nicht nötig gewesen, dass man da dann
Erfahrungspunkte abgezogen bekommt. Also es macht Sinn, es ist immersiv, ich verstehe es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, hätte es gar nicht unbedingt gebraucht. Eigentlich genügt's. Gerade in Betracht, Anbetracht der Schwierigkeit, dass wir hier einfach, naja. Du willst fliehen? Du kannst Alarm! Ein wenig verpackt, ne? Nee, aber es wäre eigentlich gar nicht nötig gewesen, im Hinblick auf die Schwierigkeit, hier nochmal dann die Erfahrungspunkte abzuziehen. Aber egal. Hätten wir eigentlich auch von der Seite aus reingehen können? Vermutlich nicht, ne? Das macht ja den Sinn dieser kleinen Stealth-Mission ein bisschen zunichte, wenn man einfach so reinkommt. Was ist mit dem Irren, der durch die Gegend rennt? Der guckt mich schon wieder an. Der Depp. Wen haben wir denn da? Und ich folge meinen Kumpels. Deshalb bin ich gekommen, um... Wie lustig. Marco, unser Freund will uns loswerden. Interessanterweise macht er ja wieder nichts. Ich hoffe, der Markus hält die Fresse. Dann würde ich den am besten auch einfach mal ein draufhauen. Gucken, ob das funktioniert. Aber jetzt kriege ich dich. Habe ich das Gefühl, dass wir im Streitkolben, der kriegt mehr Schaden? Oh ja, doch. Was hat der für ein Schwert? Ein Paladin-Schwert. Und das ist natürlich richtig scheiße. Und dann stechen wir den Penner noch ab, weil er es verdient hat. Ich nehme den Jägerarm wieder. Und schlachte den ab. Weil er ist ja nur ein böser Abtrünniger. Das heißt, hier sind nur noch drei Ritter, Paladine, was auch immer, Gedöns. Glaube ich zumindest. Ob wir noch einen weiteren loswerden können, weil es wäre mir lieber, als wenn wir dann die anderen noch ein bisschen in Mitleidenschaft ziehen. Ja, doch, gegen die merkt man, dass das bessere Schwert doch was bringt. Na, immerhin. Puh, nochmal Glück gehabt. Wäre wirklich eine Tragik gewesen in sich. Wenn man daraus nichts machen kann. Ich fresse einfach mal rohes Fleisch. Das Gebratene bringt ja eh nicht viel mehr. Es ist nur leider der Markus wieder weiter vorne. Das ist das einzig Schlechte daran. So, verdünnisiert er sich jetzt auch wieder oder bleibt er jetzt da stehen? Nee, der guckt mich an, das gefällt mir nicht. Egal, was soll's. Jetzt kannst du was erleben. Jetzt geht direkt die Post ab. Oh. Gute Hiebe, gute Hiebe. Bisher haben wir von beiden schon mal, ne? Einkassiert. Aha, von allen. Perfekt. Lernpunkte gibt's dafür. Einen zumindest. Sehr erfolgreich. Markus ist tot. Will, du bist wieder da. Sag mir, was geht hier in dieser Bergbaukolonie vor? Cerolot wird dir alles erzählen. Geh zum Lager der Orkjäger. Dort gibt es viel Platz für Neuankömmlinge. Eigentlich nicht. Die Jäger, mit denen ich gekommen bin, werden dich führen. In Ordnung, mein Freund. Ich danke dir für die Rettung. Du hast mir geholfen. Ich habe dir geholfen. Warte mal. So, ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Markus. Der hat guten Kram dabei. Was ist mit dem? Haben wir Dennis dabei? Scout-Armbrust. Und du bist... Es war ein... Ja.
Okay, jetzt mache ich einfach Folgendes. Ich penne bis zum nächsten Morgen oder eine Stunde, muss ja nicht bis zum nächsten Morgen sein. Damit die nämlich alle resettet sind oder halt weg sind. Der hat auch nur ein Paladin-Schwert, der Penner. Und damit ist er dann auch tot. Ah, die Quest ist sogar schon abgeschlossen. Wir haben die Trophäe Rächer bekommen und tatsächlich Rückkehr in die Minen. Ich habe die Butler gerettet. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge dann ja besuchen, nachgucken. Da ist er, Rächer. Das könnte dann auch bedeuten, dass das vielleicht gar nicht muss, die Rückkehr in die Minenquest. Natürlich sinnvoll, wenn man es macht. Aber vielleicht ist es kein Muss. Aber ansonsten hat hier ja alles keinen Mehrwert. Wir haben ja schon alles abgebaut. Oh. Oder auch nicht. Wurde das doch resettet oder war das einfach der einzige Erzklumpen, an dem man hätte was holen können? Ja, das war vermutlich wirklich so. Und den hatte ich halt damals nicht abgebaut. Oh ja, genau so sieht's aus. Ja, einfach nur ein lustiger Zufall. Da rennst du in die Mine rein, war ich fast 50 Folgen nicht. Oder sagen wir mal 45. Geh zum ersten Erzklumpen. Kann direkt abbauen. Und hier liegt die Leiche von Bryson. Den nehme ich auch nochmal aus. Denn normalerweise liegt die hier. Der ist irgendwie ein bisschen vorteleportiert worden. Arme Wurst. Das heißt, in der nächsten Folge geht's zurück. Und ich habe keine Ahnung, ob der noch irgendwas zu sagen hat dazu, der Kerolot. Ansonsten, nee, stopp, wir gehen noch gar nicht zurück. Stimmt, wir überhaupt nicht gehen wir zurück. Denn erstmal gucken wir, ob bei einem Troll überhaupt Schaden zufügen können. Hey, nochmal was abzubauen, super. Erstmal gucken wir, ob wir einem Troll überhaupt Schaden zufügen können. Und wenn ja, wird durch die Achseln hindurch geschlüpft und ihn umgebracht. Und er wird umgebracht. Ich gehe da nochmal hoch. Erstmal gehe ich da hoch und gucke, ob da noch was ist. Dann versuche ich, ob wir gegen den Troll bestehen. Dann verwandeln wir uns in einen Golem und schlagen andere Golems zu Brei. So sieht's aus. Das ist unser Vorhaben. In diesem Sinne sehen wir uns dann bei Folge 50. Bis dahin. Tschüss.